zurückbleiben, bitte. Das ist Lenz. Montagmorgen. Genießt den Berliner Sommer. Und das ist Ira. Wir haben uns in einer lauen Sommernacht kennengelernt. Sitzt du nicht ein bisschen zu dicht am Feuer? Hm? Deine Sonnenbrille schmilzt. Es war so romantisch. Sie ist so souverän. Was, Herr Papa, Alter? Ich geb dir gleich mal Papa auf die Fresse, ey! Hey, was soll das, ey? Ich fand Lenz halt so süß. Es war einfach wunderschön. Der perfekte Sommer. Bist du gekommen? Und dann ist Lenz ziemlich schnell bei mir eingezogen. Naja, so schnell. Was machst du denn hier? Wie, was mach ich hier? Ich wohne hier. Fuck you! Ja, fick dich selber! Geh doch! Ich war so verliebt wie noch nie. Ich hab mir richtig Mühe gegeben. Ich hätte alles für Ira getan. Und dann stellt sie mir diese Frage. Ist eigentlich Kinder? Eine Scheißfrage. Hättest du lieber Drillinge oder ein behindertes Kind? Meine Güte, ich hab doch nur gefragt. Du liebst sie. Ira war wie der Zweite Weltkrieg, nur schlimmer. Lenz ist auch wirklich ein bisschen melodramatisch. Und was hat das alles mit der Costa Concordia? Osama Bin Laden. Einem verschwundenen Flugzeug? Oder Affenliebe zu tun? Warum erzählst du mir das? Ja, weiß nicht, ist doch eine krasse Geschichte, oder nicht? Eine bescheuerte Geschichte.